Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen aus dem Rathaus der Sendegemeinde Hövelhof. Aus dem Krisenstab heraus berichten wir über die aktuelle Corona-Situation in unserer Gemeinde. Ich begrüße recht herzlich Herrn Dr. Georg Schneider, der als unser Krisenstabsarzt Ihnen wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Ja, eine dramatische Entwicklung seit unserem letzten Interview, aber auch seit dem Lockdown, der ja zurzeit wieder besteht. Ich habe Ihnen mal die Infektionskurve aus Hövelhof mitgebracht. Im Frühjahr der steile Anstieg, im Sommer quasi Corona-frei bis zum 20. Oktober. Und seitdem geht es steil bergauf. Und hier die aktuelle Zahl liegt bei 74 in Hövelhof. So hoch war sie noch nie. 234 Menschen sind in Quarantäne. Der Inzidenzwert für Hövelhof liegt bei knapp 140 und damit über dem Kreisdurchschnitt. Herr Dr. Schneider, die Lockdown-Regelung haben Sie nicht gewirkt und wird das, was die Ministerpräsidentenkonferenz jetzt beschlossen hat, jetzt einen Abstieg dann doch wieder erfolgen lassen? Ja, man kann das leider sagen. Wir haben 21.000 Neuinfektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden. Wir haben 400 Tote innerhalb von 24 Stunden, wenn der Lockdown gewirkt hätte. Wir hatten beim ersten Lockdown genau 9 Tage, bis wir den exponentiellen Anstieg im März drastisch gesenkt haben. Das haben wir nicht erreicht. Wir hätten am 11.11. dieses Jahres merken müssen, dass der zweite Lockdown wirkt. Das tut er nicht. Wir waren am 11.11. noch im exponentiellen Anstieg. Wir sind jetzt möglicherweise in einer Seitwärtsbewegung. Das kann man noch nicht beurteilen. Die Problematik ist, dass wir mit Inzidenzwerten auch in Hövelhof von 140, damit liegen wir übrigens im Bundesdurchschnitt, pro 100.000 Einwohnern jegliche Nachverfolgung eingestellt haben bundesweit, dass wir eine Dunkelziffer von 10% asymptomatisch Infizierten haben, die lockerflockig weiter anstecken, die weiter Infekte auslösen, die spät getestet werden, die spät erkannt werden und in dieser Zeit zu einem rasanten Anstieg weiter der Erkrankungszahlen führen werden. Was können wir denn tun? Die Maßnahmen, die die Ministerpräsidentenkonferenz jetzt beschrieben hat, aus meiner Sicht sind sie zu lasch, sie kommen zu spät und sie werden die Todeszahlen nicht nach unten drücken können. Ja, das ist genau das Problem. Wir hatten das beim letzten Video schon gesagt. Wir hätten 14 Tage früher anfangen können. Wir hätten vielleicht auch ein bisschen krasser den Lockdown machen können, jetzt vor Weihnachten, um dann zu sagen, wir schaffen es vielleicht doch noch, wirklich den exponentiellen Anstieg runterzubekommen. Das wird alles so nicht funktionieren. Was wir sehen ist, wir haben in der sonstigen Jahreszeit, wie wir es jetzt haben, immer einen Anstieg der Noroviren, der Rhinoviren, der Rotaviren. Wir haben 66% weniger Infektionen. Wir haben nur einen Anstieg bei den Corona-Infektionen. Die AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Atemabdeckung, es hilft, es wirkt. Es scheint beim Coronavirus nicht so zu wirken. Wir haben weiter die Diskussion mit den Aerosolen. Wir müssen mehr lüften, aber wir müssen die Kontakte beschränken. Wenn wir die Kontakte nicht beschränken auf das Minimum, auf das minimal Nötigste, und das ist ganz, ganz anders von den Zahlen her, als was uns die Bundesregierung bzw. die Landesfürsten sagen, dann werden wir Ende dieses Jahres eine noch dramatischere Situation haben. Ich habe mal die Zahlen mir rausgeben lassen für Hövelhof selbst. Welche Altersgruppen sind besonders betroffen? Und wir sehen hier, es zieht sich eigentlich durch alle Altersgruppen durch. 10% Kinder bis 10 Jahre, 12% bis 20 Jahre. Und dann aber der große Ausschlag bei den 30- bis 39-Jährigen. Hier liegen wir bei knapp 30%. Und zum Schluss wieder über 70, dort gibt es keine Fälle mehr. Das heißt, die Älteren scheinen sich besonders gut zu halten an der Kontaktvermeidung, während es sicherlich im jüngeren Bereich durchaus immer wieder private Veranstaltungen gibt, aber auch natürlich der Arbeitsprozess, der vielleicht für ein Ansteckungsrisiko sorgt? Ja, die Älteren und chronisch kranken Patienten haben Sorge. Sie beobachten das Infektionsgeschehen, sie sehen vor allen Dingen auch die hohen Todeszahlen. Sie werden konfrontiert mit den mittlerweile überlasteten und am Limit getakteten Intensivstationen, mit den am Limit getakteten Klinikeinheiten. Das schafft Sorge, das schafft aber auch Respekt vor dem Virus und das schafft vor allen Dingen Kontaktreduktion. Und das ist das Wichtigste, das ist vielleicht das einzige Mittel, was wir noch in der Hand haben. Ja, die FFP2-Maske, wir haben sie ja schon oft vorgestellt, wird immer mehr auch in den Fokus reingerückt. Die Älteren, die Kranken sollen jetzt nicht mehr nur einen normalen Nasen-Mundschutz tragen, sondern sie sollen eine FFP2-Maske tragen. Vielleicht können Sie noch mal die Vorteile erwähnen und warum gerade Ältere diese FFP2-Masken nunmehr bevorzugen sollen.
Ja, wir haben das vor 4 Wochen schon gesagt. Herr Spahn möchte ja die chronisch kranken Patienten und die Bevölkerung ab 70 mit FFP2-Masken über die Wintermonate bringen. Jeder soll so viel Masken bekommen, dass man 6 bis 8 Wochen über die Zeit kommt während der laufenden Pandemie. Das heißt, eine Maske pro Woche ist für den Durchschnittsbürger ausreichend, der bei Arztbesuchen, bei Einkaufsbesuchen diese Maske trägt. Das sind knapp 1 Stunde am Tag höchstens, wo die getragen wird. Mit der FFP2-Maske schütze ich nicht nur mich, sondern schütze eben auch andere. Das ist ein ganz wichtiger Faktor mit der Mund-Nasen-Abdeckung, wie wir sie haben und wie wir sie tragen müssen, wie wir sie jetzt auch vor Geschäften tragen müssen, wenn wir draußen warten, weil wir aufgrund der Platzkontingente nicht reinkommen im öffentlichen Raum, schütze ich immer andere. Aber mit der FFP2-Maske schütze ich eben auch mich. Und das ist ganz wichtig. Viele Ältere, viele chronisch Kranke kommen schon mit FFP2-Maske in die Praxis und fragen, soll ich die gleiche Maske tragen wie du? Ich sage ja, machen Sie es bitte. Eine Woche lang können Sie diese Maske verwenden. Lassen Sie sie offen gefalten zu Hause liegen oder im PKW, wenn Sie das Haus verlassen, setzen Sie die Maske wieder auf. Dann kommen wir mit 6 Masken kommen wir bis in den Januar hinein. Das Gymnasium Delbrück hatte ihre Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 und höher angeschrieben und auch die Eltern, ob man nicht bitte dafür Sorge tragen könnte, dass FFP2-Masken im Unterricht getragen werden können. Eine sehr kontroverse Diskussion wurde da sicherlich auch dann mit den Eltern und mit allen geführt. Ich habe meinen Sohn gefragt, er trägt mittlerweile auch die FFP2-Maske. Wichtig ist, die Dunkelziffer von 10% absinken zu lassen, um chronisch kranke, alte und moribunde Patienten nicht zu infizieren. Nun hat ja auch der Bund versprochen, jeder Bedürftige, jeder Kranke, jeder Ältere soll eine solche Maske bekommen. Doch bis das soweit ist, wird wahrscheinlich noch einige Zeit vergehen. Vielleicht ist es dann schon zu spät. Deswegen rufen wir dazu auf, FFP2-Masken zu verschenken. Bitte, wenn jetzt Nikolaus ist oder ein besonderer Anlass, schenken Sie Ihren Eltern, Ihren Großeltern eine FFP2-Maske, damit sie diese jetzt regelmäßig tragen. Und so wird es jetzt auch mehrere Aktionen geben für FFP2-Masken. Zum einen in der Nikolaus-Markttüte, die ja in der kommenden Woche zum eigentlichen Nikolaus-Markt dort veräußert wird, wird zu den Produkten, die wir ja bereits angekündigt haben, jetzt auch 2 FFP2-Masken hinzugefügt werden. Die Schützen werden bei ihren Adventsgrüßen jetzt jedem auch 2 FFP2-Masken mitgeben. Die Feuerwehr verteilt FFP2-Masken an ihre Alters- und Ehrenabteilung. Und so rufen auch wir dazu auf, dass insbesondere die Bedürftigen FFP2-Masken bekommen. Vielleicht über den Sozialfonds. Bitte melden Sie sich bei der Corona-Hilfe. Melden Sie sich unter der Nummer 509-861, wenn Sie dringenden Bedarf haben für FFP2-Masken. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir haben sogar die Schützen mit im Boot in Hövelhof und das ist eine wirklich große Kraft, die dahinter steht. Wir sehen es in der ambulanten Pflege, wir sehen es in den stationären Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege. Der FFP2-Schutz ist eine der wichtigsten Maßnahmen für alte, kranke und hochbetagte Menschen. Herr Dr. Schneider, es geht jetzt bald los mit dem Impfen. Wir freuen uns alle sehr drauf und hoffen, dass endlich dort der Durchbruch gelingt. Nun ist man unterwegs, sucht große Impfzentren zentral im Kreis Paderborn und das auch in allen anderen Kreisen. Ist das denn der richtige Weg oder wäre es nicht besser, wenn Sie dort die Impfung durchführen würden mit Ihren Kollegen aus Hövelhof selbst, vielleicht das Schützen- und Bürgerhaus anmieten und vielleicht in kürzester Zeit die gesamte Bevölkerung in Hövelhof durchimpfen? Ja, also ich muss da nochmal zu sagen, es geht bald los. Wir haben gesagt, es geht bald los mit den Verbesserungen der Corona-App. Das ist 6 Wochen her, es ist nichts geschehen. Es geht bald los mit der Ausgabe der FFP2-Masken an Chroniker und Alte zu einem geringen Entgeltbetrag. Es ist auch seit 4 Wochen nichts losgegangen und jetzt wird uns gesagt, es geht bald los mit den Impfungen. Auf der anderen Seite wird gesagt, das wird sich bis in den August hinziehen. Ich persönlich habe in den letzten 8 Monaten die Erfahrung gemacht, dass alles, was von oben herabgebrochen wird, was alles von zentral organisiert wird, eine sehr, sehr lange Anlaufzeit hat, dass vor allen Dingen immer um sehr, sehr viel Geld diskutiert wird. Ich persönlich bin der Meinung, wir haben eine exzellente Durchimpfrate im Ort mit Grippeimpfung, mit Lungenentzündungsimpfungen. Wir können pro Zeiteinheit Impfungen gegen Corona, die ja
momentan, wir wissen noch nicht, welcher Impfstoff kommt, am Tag 21 nach 3 Wochen wiederholt werden müssen, durchführen. Ich persönlich bin gegen nur zentrale Impfstellen. Die Leute müssen da hinkommen. Man setzt Leute in PKWs, man setzt Leute in Bullis, man schafft Massenveranstaltungen, man hat lange Aufenthaltszeit, Überwachungszeiten. Man behandelt in der Regel unbekannte Patienten. Das haben wir, wenn wir eigene Patienten mit den Kollegen hier im Ort behandeln, nicht. Wir kennen die Risiken, wir kennen Nebenwirkungen, wir kennen Allergien, wir wissen, ob der Patient Blutverdünner nimmt. Pro Zeiteinheit werden wir deutlich mehr Impfungen schaffen. Pro Zeiteinheit werden wir auch eine viel, viel schnellere Durchimpfung der Bevölkerung schaffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung in Deutschland bis in den August 2021 hinein auf Impfung warten werden wird. Darum sind wir glücklich, dass wir Sie an unserer Seite haben. Auch bei den Tests seiner Zeit im Frühjahr, als man die zentrale Lösung gesucht hat, hat es nicht funktioniert, sondern da waren wir auf Sie angewiesen und Sie waren dann da, als die Not groß war. Deswegen hoffe ich, dass man auch hier zu einem Umdenken kommt und dezentrale Lösungen findet, dass man hier vor Ort auf kürzesten Wege eine Impfung dann vornehmen kann. Herr Dr. Schneider, ich habe meine Facebook-Follower angerufen, vielleicht ein paar Schnellfragen auch an Sie richten zu dürfen. Da kam uns besonders das Thema Schulen nochmal wieder auf. Sind die Schulen ein Hotspot, ja oder nein? Also nein, es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass Schulen Hotspots sind. Wir sehen einen Anstieg natürlich auch in der Altersgruppe der schulpflichtigen Kinder. Das Problem ist weiterhin die hohe Dunkelziffer, wo wir nicht wissen, wie viele sind infiziert durch eben mangelnde Nachverfolgungsmöglichkeiten bei hohen Inzidenzzahlen durch nicht ausreichende Maßnahmen des Lockdowns. Filtertechnik, ja oder nein? Filtertechnik ja oder nein, sage ich klipp und klar nein. Wir müssen für Belüftung sorgen. Jede Diskussion, die wir jetzt führen, wird bis Ostern A nicht umgesetzt werden können, wird aus brandschutztechnischen Erwägungen sehr schwer werden. Und alles, was wir zusätzlich machen, wird dazu führen, dass wir die Belüftung vernachlässigen. Wir haben immer mehr wissenschaftliche Hinweise darauf, dass es doch die Aerosole sind, die in der Luft sind. Belüften, belüften, belüften. Alles andere ist schön, wäre zusätzlich gut. Es ist nicht verfügbar. Es ist momentan die Finanzierung nicht geregelt. Es sind Brandschutzsachen nicht geregelt. Wir dürfen nichts außer Acht lassen, außer lüften, lüften, lüften. Das Bundesumweltamt hat ja auch noch mal klar erklärt, dass tatsächlich nur dann Filtertechnik eingesetzt werden sollte, wenn keine Lüftungsmöglichkeiten da sind. Deswegen haben auch wir uns dagegen entschieden. Wir haben allerdings die Busse zum Teil verstärkt bereits und es gibt Hybridunterricht. Da hoffen wir natürlich, dass das Land auch endlich davon Abkehr nimmt, dass man nur noch Präsenzunterricht durchführt, sondern gerade an den weiterführenden Schulen, Realschule, Hauptschule, Hybridunterricht zulässt. Das heißt, digitales und stationäres Unterrichtsgeschehen parallel laufen lässt. Hier hoffen wir auf klare Regelungen. Unsere Schulen stehen parat, haben die entsprechende Ausstattung. Ja, und das ist eine ganz wichtige Sache, dass der Hybridunterricht eingeführt wird, beziehungsweise dass eben auch Klassen halbiert werden, dass Kontakte pro Zeiteinheit reduziert werden. Da bin ich den Schulen, wir hatten gestern Morgen das Gespräch, sehr dankbar, dass sie da mitziehen. Leider ist in den Papieren der Bundesregierung und des Landes NRW auch hier wieder ein Inzidenzwert angegeben von über 200 Neuerkrankungen am Tag. Da sind wir weit weg von und wir sind jetzt schon am Ende. Ich bin froh, dass es auch Möglichkeiten gibt, wenn Lehrer in Quarantäne sind, wenn Schüler in Quarantäne sind, wenn der Regelbetrieb gefährdet zu sein scheint, Ausnahmen zu bekommen und auch unter 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern drastisch dafür sorgen zu können, dass Kontakte beschränkt werden. Weiter aus der Schnellfragerunde Sport. Welche Sportmöglichkeiten sollte man noch nutzen? Alle Kontaktsportarten sollte man einschränken. Man muss rausgehen, man muss an die frische Luft gehen. Wir haben die besten Tage des Herbstes gehabt. Wir haben schöne Wochen noch vor uns. Keine Umkleidekabinen, keine Duschen, keine Kontaktsportarten. Viel draußen machen, das ist best. Wie geht es den Erkrankten? Die meisten der Patienten, die zurzeit in Hövelhof Corona-positiv getestet sind, haben wenig bis kaum Symptome. Es gibt tiefe bronchiale Atemwegsinfekte dabei. Wir haben keinen Patienten momentan im Krankenhaus. Wir hatten welche im Krankenhaus, die es auch Gott sei Dank nach intensivmedizinischer Behandlung entlassen haben. Die Folgeschäden der jetzt asymptomatischen, die Folgeschäden der Patienten, die im Krankenhaus waren, das können wir jetzt alles nicht absehen. Man würde sagen, entsprechend Stand heute geht es den Patienten gut. Trotzdem bleibt es dabei, jede Infektion ist eine zu viel. 400 Todesfälle in 24 Stunden, das wird uns ans Limit führen. Der erste Advent hat begonnen. Wir gehen auf Weihnachten zu, freuen uns alle auf das Fest der Liebe. Dieses Jahr wird es ein anderes Weihnachtsfest.
Wir interessieren uns, wie sieht Weihnachten bei Dr. Schneider aus? Ja, wir haben uns zu Hause darauf geeinigt, drastisch zu reduzieren. Wir werden maximal 4 bis 5 Personen sein mit 2 Kindern. Wir werden die Termine deutlich verlagern. Wir werden nicht in Großfamilie feiern. Wir werden nicht mit Geschwistern, Schwager, Schwägerin und Familien zusammensitzen dieses Jahr. Das haben wir übrigens auch schon über die Ostertage und zu den Geburtstagen dieses Jahr eingehalten. Kontakte reduzieren. Wir stehen dieses Jahr deutlich besser da zu Weihnachten als zu Ostern. Wir konnten keine Heimbesuche machen, wir konnten keine alten Leute besuchen. Es waren die Türen geschlossen in den alten Zentren. Wir stehen besser da als Weihnachten. Wir stehen auch nicht da, wo Herr Laschet uns hinstellen möchte, dass es uns schlechter geht als 1946. Es geht uns besser als Ostern und das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Und trotzdem müssen wir sehen, wenn wir das, was möglich ist, nutzen, Weihnachten, und dann noch gesagt bekommen, es wird auch nicht kontrolliert, dann wird es dazu führen, dass wir Ende Januar am Limit sind. Im Gesundheitswesen stationär, im Gesundheitswesen ambulant und auch im Krisenstab der Gemeinde Hövelhof. Vielen herzlichen Dank, Dr. Schneider. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir Sie an unserer Seite haben in dieser wirklich schweren Situation. Wir gehen auf Nikolaus zu. In der kommenden Woche wird der Heilige Mann uns wieder besuchen, insbesondere virtuell. Wir haben ihn hier nochmal auf dieser Nikolaustüte auch drauf. Der Heilige Mann steht dafür, anderen zu helfen, anderen beizustehen. In diesem Jahr steht er dafür, möglichst andere zu schützen. Und andere schützen können wir nur durch Kontaktvermeidung. Deswegen darf ich Sie bitten, vermeiden Sie jeglichen Kontakt. Halten Sie sich aber auch dann, wenn Sie in Quarantäne kommen, an die Regeln. Wir müssen das kontrollieren, auch mit Bußgeld teilweise bestrafen, weil nur dann, wenn wir diese Kontakte vermeiden, wir auch diese Kurve, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, wieder nach unten bekommen. Ich darf Ihnen eine schöne Adventszeit wünschen. Wenn sie auch etwas ruhiger ist, vielleicht kommen wir auch mehr zur Besinnung und denken darüber nach, was uns wirklich wichtig ist im Leben, unsere Familie, unsere Freunde und unser Hövelhof. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit.